Also, wunderschönen guten Abend. Willkommen zum Webinar heute. FX Spezial Relative Strength Index oder auch auf Deutsch Relative Stärke Index genannt. Ich freue mich, dass doch so viele zum Team Webinar heute gekommen sind. Wir haben vieles durchzuarbeiten heute. Deswegen wollen wir auch direkt durchstarten. Am Anfang, wie sonst auch immer, einmal Risikohinweis. Bitte einmal ganz kurz durchlesen, auch wichtig für die Aufzeichnung später, für die Teilnehmer, die sich das Ganze dann später angucken. Und dann, nachdem sie das ganz kurz durchgelesen haben, werden wir dann direkt weitermachen. Okay, dann zum Webinar, zum Thema heute, was werden wir heute alles besprechen? An erster Stelle natürlich erstmal die Definition. Was ist der RSI noch überhaupt und wie wird er berechnet? Wollen wir ganz kurz darauf eingehen. Soll jetzt auch hier keine Mathematikstunde werden. Und dann gehen wir das Ganze einmal im Aufbau und Interpretation durch. Wie können wir die Signale deuten? Wie ist das überhaupt das Ganze zu sehen. Am Ende, beziehungsweise am Ende der Folie, werden wir dann nochmal eine Idee für eine Strategie durchgehen und das Ganze dann auch natürlich im Live-Chart dann das Ganze auch uns angucken und dann noch praktische Beispiele zu dem Aufbau und Interpretation. Wie immer, wenn Sie Fragen zwischendurch haben, einfach bitte in den Chat reinschreiben. Wäre schön, wenn das zum Thema, was wir eben gerade aktuell besprechen, passt, weil dann springen wir nicht hin und her und ich kann auch die Fragen dann auch gezielter beantworten. Ansonsten, ja, ich denke, fangen wir jetzt direkt an und beginnen dann mit der Definition. Wenn jetzt keine Fragen sind, würde ich dann einfach beginnen. Okay, scheint soweit alles okay zu sein. Dann machen wir eine Folie weiter. Also, Definition RSI. Ich kürze das jetzt mal als RSI ab. Ich glaube, das ist jetzt jedem bekannt, was damit gemeint ist. RSI wurde von Wales Wilder entwickelt und erstmalig in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen vielleicht das Buch schon mal gelesen hat. Und der RSI gilt als Momentum-Indikator und gehört zu den Oszillatoren. Sie kennen bereits andere, wahrscheinlich andere Indikatoren zu derselben Gruppe gehört. Natürlich einmal der Momentum-Indikator selbst, dann der Stochastik, na, gehört auch darunter. Und ja, und RSI, ich glaube, der ist auch ja, vielen auch bereits bekannt. Nur ist die Frage, ob alle tatsächlich auch wissen, was letztendlich dahinter steckt. Wilder hatte die Idee, dass die Verzerrungen der Momentumlinie zu glätten und eine konstante Bandbreite einzuführen, heißt bei den Oszillatoren eine Skala von 0 bis 100. Der Momentumindikator, der ist halt sehr anfällig für ja, Kursextreme. Ja, also wenn der Kurs plötzlich eine starke Bewegung nach oben macht oder nach unten, wird der Momentumindikator sehr stark davon beeinflusst und das wollte er letztendlich eliminieren und hat dann, um die innere Stärke des Basiswertes auszurechnen, einen Vergleich gemacht zwischen den Kursgewinnen in der betrachteten Periode mit den Kursverlusten und das in Verhältnis gesetzt und eben dadurch die innere Stärke dann vom Wert ermittelt. Um das Ganze dann zu skalieren, hat er dann hier in diese Formel entsprechend die relative Stärke noch zusätzlich eingesetzt. Ja, also wir sehen hier die relative Stärke, wie ich das eben meinte, Durchschnitt der Schlusskurse von X. Und x hier in dem Fall Anzahl der Perioden mit steigenden Kursen bedeutet, es wird geguckt,
Wie war der Schlusskurs der Vorkerze und wie endet die aktuelle Kerze? In dem Fall kann es dann eine Tageskerze sein oder eine andere Zeiteinheit. Und aus dieser Formel heraus sehen wir schon, dass wir uns hier in dem Fall Schlusskurse uns angucken. Was auch letztendlich wichtig ist am Ende später bei der Analyse, wie wir das Ganze dann entsprechend anwenden. Ja, und dann hier die Formel eingesetzt. Also diese Formel brauchen Sie auch gar nicht auswendig zu können, aber ist auch natürlich interessant, um zu wissen, was steckt überhaupt hinter der ganzen Linie im Chart. Ja, und dann als hier als wichtiger Punkt, es ist nicht zu verwechseln mit der relative Stärkeanalyse oder Ratio-Analyse auch genannt, wo verschiedene Aktien miteinander verglichen werden oder Aktien mit Indizes. Und da entsprechend die relative Stärke dann ermittelt wird. Also es bezieht sich hier tatsächlich wirklich nur um einen Basiswert und da werden dann entsprechend die Kursgewinne und Kursverlusten miteinander verglichen. Okay, eine Frage dazu. Ich denke, das sind so eigentlich nichts Neues für die meisten, aber falls keiner oder einer das noch nicht gehört hat und dazu eine Frage hat, dann kann er gerne diese Frage jetzt stellen. Ansonsten machen wir brav weiter. Okay, keine Fragen soweit. Gut. So, dann wollen wir ganz schnell auch kurz darauf eingehen, wie wir jetzt in dem Fall MetaTrader den RSI hinzufügen. Das werden wir natürlich später im Chart dann nochmal machen. Aber für diejenigen, die ihn jetzt mit MetaTrader ganz neu dabei sind und das noch nie gemacht haben, einmal hier ganz schnell, wo Sie das entsprechend finden. Hier einfügen Indikatoren, Oszillatoren und Relative Strength Index ist hier im MetaTrader auf Englisch und dann sollte das da zu finden sein und im nächsten Fenster sehen Sie dann, welche Einstellungen Sie vornehmen können. Was wir hier sehen, sind die Standardeinstellungen, die auch Wilder vorgeschlagen hat. Und wir sehen hier Periode 14, Anwenden auf Schlusskurs bzw. hier Close, was wir eben schon besprochen hatten. Und damit wir tatsächlich auch die Eigenschaft des Oszillators nutzen können, haben wir hier ein festes Minimum und Maximum entsprechend in der Skala von 0 und 100. Okay, aber wie gesagt, das machen wir dann eh gleich nochmal im Chart. Natürlich ist das analog auch auf anderen Plattformen. Also sicherlich finden Sie die Indikatorenfunktion natürlich auch irgendwo auch woanders. Also nicht unbedingt da in der Leiste, aber ich denke, das sollte dann jeder in der Lage sein, da entsprechend in der Plattform den Indikator hinzuzufügen. Da es ja doch ein Standardindikator ist. Also dieser Indikator hat wirklich jede Plattform. Ja, auch mit den Standardeinstellungen. Okay, ich denke, dazu sind jetzt keine Fragen. Wir werden das ja, wie gesagt, gleich im Live-Chat, im Live-Chart, mein Gott, ich habe es aber auch mit dem Chat heute, im Live-Chart das Ganze uns angucken. Und so sieht es letztendlich aus. Ja, also wenn wir das dann hinzugefügt haben, kann es so oder anders entsprechend der Plattform aussehen. Jetzt haben wir hier schon mal einen Einblick darauf, wie es später dann auch im Chart aussehen wird. Gut, also wir sind jetzt mit dem Aufbau letztendlich fertig. Dazu gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen. Lass uns dann mit der Interpretation beginnen, denn hier ja, fängt es erst an, interessant zu werden. Und wir fangen mit der ja, klassischen Betrachtungsweise an, und zwar die Analyse der Extremzustände. Hat jeder schon mal gehört, denke ich, der Markt ist überkauft oder überverkauft und dann darauf bezogen auch auf den Indikator, in dem Fall RSI. Was bedeutet das überhaupt? Man hat eine Zone definiert, in der man dann den Chart als überkauft ja, definiert. Und zwar ist das beim RSI in der Standardeinstellung
der Wert größer 70. Ja, also wenn wir den RSI irgendwo größer 70 haben, dann sagen wir dazu, dass der Markt entsprechend überkauft ist, beziehungsweise der Aufwärtstrend entsprechend schon fortgeschritten und überdehnt ist. Und natürlich auf der Gegenseite, wenn der RSI unter 30 fällt, dann definiert man das als überkaufter Markt bzw. überdehnter Abwärtstrend. Glaube ich, hat jeder schon mal gehört und wir werden uns das auch gleich angucken, wie das aussieht. Wir sehen noch hier auf der Folie, da stehen noch zwei Hinweise drauf und zwar findet man oft in der Literatur den Hinweis, dass wenn der Kurs bzw. die RSI-Linie aus dieser Extremzone wieder zurückkehrt, also im Beispiel, sagen wir im ersten Beispiel, nachdem er die 70 von unten nach oben durchkreuzt hat, wenn er dann wieder runterfällt unter die 70, dann generiert das ein Verkaufssignal und entsprechend andersrum ein Kaufsignal bei Durchbruch von 30 von unten. Ja, das ist die Interpretation, ob man das tatsächlich so anwendet im Live-Chart, beim Live-Trading. Muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich glaube, die meisten werden es schon ahnen, dass die, ja, dass wir da sehr viele Signale kriegen werden. Und da entsprechend ein gutes Signal rauszufiltern, ist ja doch eine Herausforderung. Und wir sehen hier den Chart. Und bevor die Frage aufkommt, wie habe ich das Ganze farblich gemacht oder gibt es einen extra RSI-Indikator dafür? Nein, habe ich alles händisch gemacht. Also diese Version vom RSI, der dann automatisch im MetaTrader die Zonen farblich markiert, habe ich noch nicht gefunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich schon bereits gibt. Ja, hier ganz kurz nochmal verdeutlicht, die Zone über 70, ja, und hier die Zone bzw. unter 30 jeweils als Überverkauf. Und nach dieser Interpretation würden wir hier anfangen, bereits zu kaufen und entsprechend hier im überverkauften Bereich entsprechend dann, wenn er wieder runterkommt, verkaufen. Ganz kurz vielleicht, um darauf einzugehen, wenn der Markt seitwärts verläuft, da greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, aber letztendlich ist das, glaube ich, für jeden doch dann auch, ja, ich will mal sagen, logisch. In der Seitwärtsphase kann diese Interpretation oder diese Anwendung durchaus funktionieren. Sie sehen ja hier, ja, dass in dem Fall kurz überkauft, also haben wir dann, hätte man hier, wenn man diesen Kursverlauf als Seitwärtsphase definiert hätte, eventuell verkaufen können. Ja, und entsprechend auch hier kaufen. Sie haben das Wort schon eventuell gehört. Wie gesagt, es ist dieser Anwendung ist doch relativ schwierig, wenn man einfach nach diesen Signalen tradet. Okay? Und Sie sehen hier, dann geht er hier wieder in den überkauften Bereich und der Kurs geht immer weiter und weiter. Also das ist die Problematik dabei, dass diese Zone nicht garantiert, dass der Markt dann tatsächlich da auch Halt macht, sondern wir durchaus hier so einen Verlauf sehen könnten, dass der RSI in der Zone bleibt und der Kurs weiter steigt, ansteigt. Gut, dazu eine Frage. Ich denke, das sind so die klassischen Anwendungsmethoden, die man so schon mal gehört hat oder in der Literatur gelesen hat. Ich denke, das sollte dann klar sein. Wollen wir auch weitermachen? Also, das ist vielleicht den einen oder anderen doch nicht so ganz geläufig. Und zwar eine Trendanalyse oder auch Trendlinienanalyse und Trendbrucherkennung mit dem RSI. Was bedeutet das? Letztendlich werden wir die RSI-Linie als Kursverlauf annehmen und da ganz normal, so wie wir das auch im Chart kennen, eine technische Analyse durchführen.
Ne? Heißt hier, wir können nach Chartmuster untersuchen, Unterstützungen, Widerständen ermitteln. Aber das Ganze mit der RSI-Linie und nicht mit dem Chart. Und entsprechend würden wir dann aufgrund dieser Analyse unseren Trade oder ja, Handelssignal generieren. Und das Ganze würde zum Beispiel so aussehen. Ich habe hier zwei Beispiele gemacht, einfach eine Trendlinie eingezeichnet. Hier in dem Fall von den zwei Extremzustände. Ja, einmal hier im überkauften Bereich und überverkauften Bereich. Und hier erfolgte dann der Bruch. Und nach Interpretation hätten wir hier dann entsprechend long gehen können. Und in dem Fall, unabhängig davon, wo wir eventuell unseren Stop gesetzt hätten, ist er sogar hier aufgegangen, ja. Und dann direkt danach kam wieder die nächste Trendbruch, den Trendlinienbruch, und wir hätten dann entsprechend hier verkaufen können und unser Stop dann wahrscheinlich hier oben und der Kurs wäre runtergekommen und wäre sogar noch ein Stück runtergekommen. Also in dem Beispiel sind die tatsächlich aufgegangen. So, und dann haben wir hier im weiteren Verlauf entsprechend keine Extremzustände mehr hier im überverkauften Bereich gesehen. Und dann muss jeder Trader dann selber entscheiden, ob der dann die Trendlinie hier entsprechend anlegt. Oder eventuell kann ich das kurz einzeichnen, dann sagt, okay, angenommen, wir wären jetzt hier in dem Bereich und wir hätten diese Zone hier als Widerstand definiert und hier als Unterstützung, ja. So, dann hätten wir hier gesehen, dass dieser Widerstand gebrochen wurde und dann entsprechend hätten wir nach einem eventuell Long-Einstieg gesucht. Aber wie gesagt, ich finde es, wie hier kann es funktionieren. Man muss schon darauf achten, wie man das Ganze anwendet. Und entsprechend hätten wir hier zum Beispiel, um das Ganze jetzt mal ein bisschen weiter zu spielen, na, nicht so schön verlängert, aber man sieht doch, dass es ungefähr hier gleiches Level ist, dann hätte dieser Bereich oder dieser Wert hier als Support tatsächlich auch funktioniert und man wäre dann entsprechend, hätte man hier nach einem Long-Einstieg suchen können. Ja, wie gesagt, das sind Handelsansätze. Muss man schauen, muss man ein bisschen damit rumspielen. Man kann durchaus das Ganze anwenden in bestimmten Situationen, aber nicht blind einfach irgendwelche Trendlinie einzeichnen und nach dem Bruch dann entsprechend long gehen, also oder short, je nachdem. Ne? Das bitte nicht immer entsprechend einen Filter setzen. Dann hätte man hier zum Beispiel ja, so ungefähr, dann wäre hier der nächste Bruch gewesen. Wir sehen, der Kurs ist auch ein bisschen hochgegangen. Und im weiteren Verlauf hat man auch, glaube ich, gesehen, dass der Kurs noch einen weiteren Anstieg gemacht hat. Also an dem Tag hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Gut, dazu eine Frage. Keine Frage. Sehr gut. Das heißt, ihr versteht alles, was ich hier präsentiere. Das ist prima. Okay, also, nächste Folie, nächster Ansatz, nächste Interpretation. Kreuzung 50er Level. Vielleicht gehe ich einmal ganz kurz zurück. Sie sehen hier, dass er hier standardmäßig haben wir drei Werte. 70, 50 und 30. Und hier in dem Fall ist diese 50er Linie gemeint. Und da gibt es einfach eigentlich eine einfache Interpretation. Und zwar sagt man hier, wenn der Kurs die 50er Linie von unten nach oben durchbricht, dann haben wir ein Long-Signal, beziehungsweise
Wenn wenn der RSI sich oberhalb der 50er-Marke sich befindet, dann ist der Trend bullig. Ja, gut. Jetzt werden einige sagen, oh, da gibt es sehr, sehr viele Kreuzungen der 50er-Linie. Korrekt. Das heißt, auch hier ist es schwierig und natürlich hängt das auch von der Periode ab, was man da einsetzt. Denn je kleiner X wird, also die Periode, umso volatiler wird natürlich dann auch die RSI-Linie. Und je größer, umso geglätteter wird dann die Linie. Also muss man halt damit spielen. Wir behalten jetzt hier die Standardeinstellung 14. Und ein interessanter Ansatz ist eventuell, dass man sagt, wir betrachten den Tageschart und schauen da, wo die RSI-Linie oder was für einen Wert wir dort haben. Und entsprechend werden wir dann im untergeordneten Zeitfenster oder Zeiteinheit dann entsprechend ja, Signale in diese Richtung suchen. Heißt, wenn wir im Tageschart, ich blätter schon mal um, das Ganze gilt natürlich vice versa für Short- und bärischer Zustand, also bärischer Trend, Abwärtstrend. Und ich mache schon mal hier die Grafik dazu. Ich habe das hier drei Beispiele jetzt mal markiert, ja, und um das den Gedankengang noch abzuschließen, heißt also, angenommen, der Tageschart wäre jetzt laut der Interpretation long, würden wir dann untergeordnet H1, also Stundenchart, M15-Chart oder sogar M5-Chart nach Long-Signalen suchen und könnten dann durchaus eben diese Kreuzung hier als Signal nehmen. Ja. Sie sehen hier, habe ich markiert, das war ein Signal, aber der Kurs kam direkt wieder runter, um dann letztendlich doch zu steigen. In dem Fall, also die Signale sind vielleicht durchaus brauchbar in vielen Situationen. Es gestaltet sich aber dann doch letztendlich schwierig mit der Stoppsetzung. Ja, schönen guten Abend. Ist kein Problem, dass Sie jetzt zwar später gekommen sind. Das Webinar wird aufgezeichnet, dann können Sie die ersten Minuten dann entsprechend dann sich angucken. Aber schön, dass Sie noch gekommen sind. Okay, also wie gesagt, die Signale sind durchaus manchmal brauchbar, aber man muss dann halt sehen, wo setze ich meinen Stop. Okay? Und dadurch, dass wir dann sagen, okay, wir betrachten nur den Tageschart für unsere Richtung, dann werden wir uns gar nicht auch hier die Short-Signale uns angucken. Okay? Das heißt, ich habe den zwar hier markiert, aber angenommen, wir würden diese Methode da so anwenden, würden wir dieses Signal nicht handeln. Und dann entsprechend, ja, nach einer weiteren Gelegenheit suchen, dann entsprechend einzusteigen. Man könnte es natürlich wieder kombinieren mit der Chartanalyse. Das heißt, dass wir uns hier nochmal hier eine Trendlinie uns anlegen. Ja, wir haben hier das erste Signal und dann würden wir entsprechend hier handeln. Wir sehen, das ist noch nicht im überkauften Bereich, würden wir hier eine Position starten, beziehungsweise eventuell, wenn dieses hoch durchbrochen wird oder hier, und könnten dann dieses als erstes Signal dann ja nutzen. Aber Sie sehen, ist natürlich sehr schwierig, wenn der Kurs sich nicht in der Satzwertsphase sich befindet. Also anders gesagt, wenn der Kurs oder der Trend gerade im Seitwärtsmarkt ist oder seitwärtsen Phase, dann werden wir sehr viele Kreuzungen haben und dann werden wir natürlich sehr viele Fehlsignale kriegen. So, dann kommt hier die Frage, warum wurde das erste Long-Signal ganz links nicht gehandelt? Ganz links. Meinen Sie das hier, ja?
Ich denke mal, das wird dann, genau. Ja, erste Begründung wäre jetzt als erstes zu sagen, da war ich gar nicht mehr vor dem Rechner, ist ja doch ein bisschen spät gewesen, würde ich jetzt so handeln, ja. Und zweitens, natürlich, hätten Sie natürlich hier machen können, ja. Das wäre ja hier ungefähr gewesen. Stop ungefähr hier, wie gesagt, gestaltet sich dann doch manchmal schwierig, wo setze ich genau einen Stop? Und sie, das wäre dann hier aufgegangen, selbstverständlich. Da haben Sie richtig gesehen, das war ein Signal. Ne? Sie können natürlich auch als ja, Trendrichtung, als Großwetterlage, wenn wir ein bisschen zu markttechnisch rübergehen, dann selber die Richtung definieren und entsprechend dann diese Signale dann als Einstiegssignal nutzen. Also, wie Sie letztendlich das anwenden, entscheiden Sie. Das ist aber jetzt hier die klassische Interpretation, was die Kreuzung der 50er-Linie betrifft. Okay? Also, ganz kurze Wiederholung. Ansatz, eventuell nicht nur die Kreuzung sich angucken im, ja, nur in einem Zeitfenster, sondern eventuell höheren Zeitfenster sich angucken, wie ist da der RSI und dann entsprechend in diese Richtung handeln. So die Idee. Gut, dazu eine Frage. Okay, prima. Dann nächste Folie. Und jetzt kommt, ja, meiner Meinung nach die wichtigste Funktion des RSIs bzw. Oszillatoren allgemein. So, machen wir hier die Zeichnung weg. Und zwar die Divergenzanalyse. Hat, glaube ich, jeder schon mal gehört. Und auch, glaube ich, viele schon angewendet. Was bedeutet das überhaupt? Vorab, interessant ist es hierbei, dass selbst Wilder die Divergenzen hier zwischen RSI und Kurs des Basiswertes als wichtigste und sicherste Signalquelle bezeichnet. Ich habe hier sicherste, habe ich natürlich rot markiert, denn das ist natürlich nicht wortwörtlich zu nehmen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Divergenz sehen, bitte nicht blind einfach eine Position eröffnen und sagen, oh ja, hier eine bärische Divergenz, da gehe ich doch glatt short. Das klappt schon, hat der Wilder gesagt. Und ich mache jetzt den Rechner zu, wenn ich morgen aus und wenn ich morgen dann den Rechner mit der Trader wieder anmache, habe ich einen schönen Gewinn in der Tasche. Leider nicht, aber die Trefferquote ist tatsächlich sehr, sehr hoch. Und damit, das will letztendlich Wilder dann damit sagen. Also hier bitte nicht verstehen, dass man hier eine Garantie hat und 100% Trefferquote dann letztendlich generiert. Aber sehr hohe Trefferquote in dem Fall. Und was bedeutet eine Divergenz überhaupt? Habe ich auch hier in Klammern geschrieben, ist eine Abweichung. Bedeutet, wenn der Kurs immer höhere Hochs macht und der RSI aber nicht mitgeht und daraufhin aber ein tieferes Hoch macht, ja, dann erfolgt eben diese Abweichung und wir haben eine Divergenz. So, dann versuche ich das kurz einzuzeichnen, damit Sie auch verstehen, was ich meine. Also eine klassische Divergenz und eine versteckte Divergenz. Beides werden wir jetzt uns mal angucken. Ich denke mal, die klassische Divergenz ist jedem bekannt. Vielleicht versteckte Divergenz nicht jedem. Deswegen werden wir das auch ganz kurz besprechen. Und letztendlich, was Wilder mit Top Failure Swing und Bottom Failure Swing in dem Fall meint. Also, zunächst eine klassische Divergenz. Ja, bedeutet, der Kurs macht hier ein Hoch. Ich vereinfache jetzt die Linien natürlich sehr stark. Macht hier ein Tief, macht wieder ein Hoch und von mir aus noch ein Tief hier. So, wir haben hier ein höheres Hoch, ja? Der Kurs steigt. In dem Fall, na, ich glaube, ich lasse das schreiben lieber mit der Maus. So, Kurs. Okay. Und der RSI dabei wird dann Folgendes machen. Ein Hoch, kommt nochmal runter,
So, jetzt haben wir hier ein höheres Hoch gemacht. Der RSI macht aber ein tieferes Hoch. Geht hier nicht mit, ja, nicht mit dem Kurs mit. Und wenn diese Strecke dann hier stattfindet, macht der RSI dann entsprechend ein tieferes Tief. Und wir haben hier ein, ja, tieferes Tief. Der RSI oder beziehungsweise der RSI fällt in dem Fall, obwohl der Kurs steigt. Und wir haben hier eine klassische bärische Divergenz. Ja, das bedeutet, wir würden hier anfangen, uns Short-Signale zu suchen und beziehungsweise anders gesagt, wir wären jetzt schon bereits in einer Position drin. Würden wir spätestens hier anfangen, nachzuschauen, ob das nicht Sinn hat, die Position zu schließen und Gewinne mitzunehmen. Das ist die klassische Idee dabei. Entweder dann letztendlich die Position zu schließen oder Gewinne mitzunehmen, da wir doch hier eine Abweichung erkennen können. Und die innere Stärke entsprechend nicht mehr vorhanden ist, obwohl der Kurs hier höhere Hochs macht. Das sollte dann für uns als Signal dienen, doch hier etwas aufzupassen. Dann noch die Frage dazu, gilt das für alle Zeiteinheiten? Ja, das können Sie für alle Zeiteinheiten anwenden. Das spielt keine Rolle. Natürlich hat jede Zeiteinheit eine andere Aussagekraft. Ne? Das sollte man natürlich berücksichtigen, aber können Sie auf alle Zeiteinheiten anwenden. Okay, also das ist hier die bärische Divergenz und wir haben natürlich auch eine bullische Divergenz. Ich denke, Sie ahnen es schon. Und zwar, wir machen ein Tief, eine Korrektur, ein tieferes Tief und dann von mir aus noch eine Korrektur. Ja, und was macht der RSI gleichzeitig? Der geht mit, macht die Korrektur mit, macht die Strecke nach unten mit, aber kein tieferes Tief. Okay, und stattdessen dann hier ein höheres Hoch wieder. Und wir haben hier die klassische bullische Divergenz. Es ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber Sie werden gleich sehen, meine Damen und Herren, im Chart sieht das letztendlich doch nicht anders aus. Wie bei allen Sachen muss man das Auge natürlich etwas schulen, aber wie Sie werden sehen, es ist wirklich nicht so schwierig. Okay, das ist jetzt hier die klassische Divergenz und linke Seite, wie gesagt, die bärische Divergenz, wo wir dann anfangen nachzuschauen, okay. Ah, der Kurs, eventuell, es ist kein Muss, wie gesagt, keine Garantie, aber der Kurs könnte hier nicht weiter steigen. Ja, weil wir hier die ersten Signale bekommen, die Stärke fehlt dazu. Und andersrum eben die bullische Divergenz, wo wir anfangen dann zu schauen, ob der Kurs entsprechend hier eine Trendumkehr macht. Jetzt, meine Damen und Herren, schauen wir uns die versteckte Divergenz an. Und zwar, der Kurs macht ja ein Hoch, ein Tief und macht aber ein tieferes Tief, tieferes Hoch und dann entsprechend nochmal runter. Ja, also ganz normal in dem Fall hier ein 1, 2, 3. Der RSI dabei macht aber genau das Umgekehrte. Der geht mit, kommt runter und obwohl wir ein tieferes Tief haben, macht der RSI hier ein höheres Hoch und kommt dann runter. Ja, das ist hier, der Kurs fällt, aber RSI steigt. Und das nennt man versteckte Divergenz. Okay? Natürlich dann entsprechend auch runter. In dem Fall so. 1, 2, 3, wieder nach oben und RSI macht dann hier
Ein tiefes Tief. Okay. Das ist die versteckte Divergenz. Dazu eine Frage. Wie gesagt, wir werden uns gleich Beispiele dazu angucken. Keine Sorge, das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Keine Fragen soweit. Sehr schön. Ich hoffe, das bedeutet auch, dass Sie das alles verstehen. Und dann kommen wir natürlich jetzt dazu, Top Failure Swing und Bottom Failure Swing von Wilder, was damit gemeint ist. Und zwar, letztendlich hat das was mit, boah, ich kann eigentlich die Zeichnung drin lassen. Das hat hier was mit der Divergenz zu tun, deswegen auch hier als Unterpunkt. Allerdings betrachten wir in dem Fall nur den RSI-Indikator. Das bedeutet, wir haben hier ein Top-Failure-Swing. Warum? Wir haben hier ein Top. Wir haben hier ein tieferes Tief. Aber der RSI schafft nicht, neues Hoch zu machen. Und deswegen auch die Bezeichnung Top-Failure. Und nach Wilder ist hier dann unser Signal, wenn der RSI in dem Fall diesen Punkt hier von oben nach unten durchbricht. Ja, nach Wilder würden wir dann hier entsprechend eine Position aufmachen. Und selbstverständlich dann hier Bottom Failure Swing. Wenn wir hier ein neues Tief machen, hier einen neuen Punkt. Aber ein höheres Tief. Wir schaffen es nicht, dieses Tief nochmal zu durchbrechen. Stattdessen steigen wir und das wäre dann unser Einstieg nach Wilder für eine entsprechende Long-Position. Wie gesagt, dieser Ansatz ist, glaube ich, ja, vielleicht nicht so verbreitet und deswegen durchaus auch interessant. Wir betrachten also, wenn wir das anwenden, nur den RSI. Und sobald wir hier unser Signal haben, gehen wir entsprechend eine Position ein. Ja? Also was der Kurs in dem Moment macht, ist sekundär, sondern wir betrachten hier den RSI. Okay? Soweit verstanden? Wir werden uns das angucken. Frage dazu? Gut. Nochmal zu betonen, sicherste hier aufpassen, keine Garantie, keine hundertprozentige Trefferquote, aber eine sehr hohe Trefferquote. Okay? Bitte immer drauf achten. Gut, dann, wie schaut das Ganze dann auf dem Chart aus? Machen wir hier die Zeichnung wieder weg. Und ich habe hier schon Divergenzen eingezeichnet, damit Sie schon mal ein erstes Bild haben im Chart, wenn wir das gleich zusammen dann durchgehen. Und Sie sehen hier, das war jetzt der 8. September, also gar nicht so alt. Ich habe jetzt diesen Tag genommen, weil hier einfach dieser Tag einfach wunderschön war, um Divergenzen zu handeln. Okay? Wir haben hier der Euro, vielleicht nicht so gut zu erkennen, aber hier der Euro macht hier natürlich eine super Bewegung nach oben. Wir haben unser erstes Hoch, da kommt der Chart runter. Achtung, wir betrachten jetzt hier nur Divergenzen, ne? Nicht, dass die Frage aufkommt, ja, warum sind wir hier nicht dort gegangen? Darum geht es jetzt nicht, sondern wir schauen jetzt nach Divergenzen. Und dann macht der Euro hier ein tieferes Hoch, kommt runter. Macht aber hier ein höheres Hoch. Soweit, so gut. Erstmal nichts Verwerfliches. Nur, was können wir dann sehen? Wie gesagt, wir betrachten hier Divergenzen oder suchen nach Divergenzen. Betrachten wir dieses letzte Hoch, hat der Chart natürlich ein höheres Hoch gemacht. Der hatte sogar hier mit per Schlusskurs das Ganze bestätigt. Ja?
Und was macht der RSI? Das war schon abzusehen. Mehr oder weniger. Noch keine Bestätigung, aber man hatte schon eine erste Tendenz. Schauen Sie mal, wie der RSI hier runterkommt. Ja? Und, meine Damen und Herren, wir haben sogar hier zwei Divergenzen. Wenn wir das Ganze genauer betrachten und diese beiden Punkte vergleichen, schauen Sie mal. Der RSI geht hier sogar noch tiefer. Ja, ich kann das jetzt nicht so gut freihändig einzeichnen. Vielleicht gehen wir auch gleich den Tag auch nochmal durch. Aber der RSI macht hier sogar zum zweiten Mal in tieferen Wert und macht diese ganze Bewegung hier oben überhaupt nicht mit. Mal abgesehen davon, dass wir hier auch einen klassischen Fehlausbruch haben, was das Ganze dann noch mehr be bekräftigt. Ja, ich will nicht sagen, dass hier tatsächlich das Wort sicher sogar anwendbar wäre. Auf keinen Fall. Aber die Trefferquote hier short zu gehen war sehr hoch. Okay. So. Der Chart bzw. der Kurs kommt hier runter. Also, wenn Sie hier, wenn Sie, selbst wenn Sie Ausbruch traden, Fehlausbrüche oder klassische Ausbrüche, und Sie wären hier irgendwo short gegangen und hätten den RSI noch als Bestätigungsindikator, dann hätte er das für Sie auch nochmal bestätigt. Also in dem Fall haben wir sogar zwei Signale, die wirklich für Short gesprochen haben. Wo kann man jetzt hier Short gehen? Gut, nachdem man hier diese Formation, Kerzenformation gesehen hat, und dann kann man hier leider schlecht erkennen, aber hier ist ein ganz kleines 1, 2, 3, hätte man hier Short gehen können, man hätte hier Short gehen können und wäre noch gut im Plus gewesen. Also es gab sicherlich durchaus mehrere Einstiegssignale in dem Fall. So, betrachten wir den Tag weiter. Der Chart kommt runter, macht hier ganz leicht, na, jetzt bin ich ausgerutscht, macht hier ganz leicht ein neues Tief. Und was sehen wir im RSI? Meine Damen und Herren, der RSI steigt. Wir haben hier wieder eine Divergenz. Wobei man hier sagen muss, es ist auch hier nicht mit dem Schlusskurs bestätigt. Und wir erinnern uns, dass wir der RSI auf den Schlusskurs aufbaut. Das heißt, würden wir hier einen Linienchart benutzen. Oh, bin ich doch, 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 schauen Sie. Ich dachte, ich habe es nicht ganz, aber sehen Sie, dieser Schlusskurs hier, die Kerze war bärig, dieser Schlusskurs liegt noch oberhalb dieses Schlusskurses hier. Wir haben sogar hier per Schlusskurs eine leichte Divergenz. Also, wie gesagt, wir werden es gleich in der Praxis anwenden. Schauen Sie sich die Schlusskurse an, denn darauf ist der RSI aufgebaut. Und hier hatten wir ja den Schlusskurs. Und hier tatsächlich auch, wenn man ganz genau hinguckt, haben wir hier nicht nur die Tiefs, sondern auch per Schlusskurs eine Divergenz. Okay? So, eine Zwischenfrage. Welche Divergenzart hat die größere Aussagekraft? Klassische Divergenz oder versteckte Divergenz? Ist tatsächlich davon abhängig, wo man oder wo findet die Divergenz statt? Ich selber, und das ist meine persönliche Meinung, mag die klassische Divergenz mehr, besonders dann, wenn es am Tageshoch oder Tagestief stattfindet. Wenn man aber mit dem Trend handelt und man dann, ja, der Trend kommt runter und so weiter und so fort, und dieses Hoch hier, und beziehungsweise bei dem hier der RSI dann ein höheres Hoch macht, dann kann das durchaus auch eine sehr starke Aussagekraft haben, je nachdem, wie es weitergeht. Von daher, ich mag es jetzt nicht urteilen, was jetzt besser ist oder nicht, aber meine persönliche Meinung ist die klassische Divergenz, wie gesagt, besonders am Tageshoch und Tagestief. Okay? Sie können ja ein bisschen, wie gesagt,
Schauen Sie sich die Charts an. Sie müssen das Auge schulen. Ne? Das geht sowieso nicht anders. Und dann werden Sie werden dafür ein Gefühl kriegen. Okay? Aber wir müssen uns beeilen, denn wir wollen uns das Ganze noch im Chart angucken und eine Strategie dazu. So, dann haben wir hier, ach, schauen Sie mal, was wir hier haben. Wieder eine Divergenz, eine bärische Divergenz. Wir haben auch hier, auch wenn nicht ganz deutlich zu sehen bei dem kleinen Bild, auch hier per Schlusskurs eine Divergenz und der Chart kommt wieder runter. Okay? Dazu eine Frage. Prima, keine Frage, dann machen wir weiter. Sie wollen bestimmt alle die Strategie sehen. Und dann kommen wir auch dazu. Wir wollen jetzt schauen, wie wir das Ganze jetzt, ich sag mal, durch ein Signal kombinieren können. Und hier ist die Idee, eine Triggerlinie einzubauen. In dem Fall benutzen wir den Simple Moving Average mit der Periode 21, aber nicht im Chart, sondern auf den RSI angewendet. Sie sehen hier Anwenden auf First Indicators Data. Ich werde Ihnen das natürlich zeigen, wie Sie das Ganze oder wie Sie den SMA auf den RSI anwenden können. Denn einfach so, wie ich es am Anfang gezeigt habe, mit Indikatoren, Oszillatoren, RSI hinzufügen, klappt es leider nicht. Aber es ist auch nicht viel schwieriger. So, was erhalten wir dadurch? Wir erhalten dadurch neue Kreuzungspunkte und die für Kauf- und Verkaufssignale genutzt werden können. Ja? Sie können sich sicher vorstellen, dass diese Kreuzungspunkte durchaus oft auftreten werden. Und deswegen kombinieren wir das zum Beispiel hier mit der Divergenzanalyse. Dadurch, dass wir sowieso auch Periode 21 genommen haben, haben wir das Ganze sowieso etwas geglättet, um da die Volatilität ein bisschen rauszunehmen und entsprechend weniger Signale zu bekommen. Aber es sind immer noch genug Signale, die nicht unbedingt für den Trade gut sind. Und von daher kombinieren wir das hier in dem Beispiel mit der Divergenzanalyse. So, wenn wir das Ganze gemacht haben, dann sieht das dann so aus. Okay? Und das werden wir jetzt im Live-Chat uns angucken. So, dazu werde ich jetzt den Bildschirm wechseln. Kann man den MetaTrader jetzt sehen? Hat die Übertragung funktioniert? Okay, sehr gut. Gut, meine Damen und Herren, dann werden wir das Ganze jetzt auch mal endlich mal anwenden. Ich werde das ganz kurz hier die Präsentation beenden. Sehr gut. Okay, also. Schauen wir uns den Chart jetzt an. Hier ist der Euro-US-Dollar in M5 Chart, der aktuelle Chart, also sehr aktuell. Und wir werden das jetzt den Indikator schnell hinzufügen, wie habe ich es Ihnen gezeigt. Sie sehen hier Standardeinstellung 30-70. Wir werden noch die 50 hinzufügen. So, Parameter. Ja, machen wir das Ganze in schwarz und alles andere ist so, wie auch in der Folie gezeigt. Und da haben wir den RSI. Um das dann direkt mal anzuwenden,
zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie dann letztendlich den SMA auf den RSI anwenden. Und zwar finden Sie das hier. Sie können ja hier auf Navigator klicken und dann gehen Sie unter Trend, Moving Average, ziehen den dann hier rein und wir stellen jetzt einen in 21. Simple, Close müssen wir ändern. Sie haben gesehen, anwenden auf First Indicators Data. Die Farbe lassen wir. Und dann haben wir dort den RSI drin, den SMA drin. Ja? Okay. So. Jetzt werden wir das Ganze anwenden, meine Damen und Herren, was wir jetzt gelernt haben. Und zwar, wir werden versuchen, diese Strategie jetzt anzuwenden. Und wir gehen durchaus zum 8. Da haben wir gesehen, wie schön der war. Aber damit dann nicht gesagt wird, ja, der Cardoso hat sich natürlich einen schönen Tag ausgesucht, wo das Ganze funktioniert. Der heutige Tag hat auch ein Signal generiert und den werden wir uns auch angucken. Okay, das ist hier der 8. gewesen, wie auch in der Folie zu sehen. Und meine Damen und Herren, wir haben schon gesehen, hier war eine Divergenz, sogar zweifach. Ich würde das Ganze mal eventuell vergrößern. So. Wir hatten ja hier gesagt, da war sowieso auch hier ein Fehlausbruch. Wunderschön. Und wir betrachten jetzt unser Signal. Also, wir schauen zuerst, ist die Divergenz vorhanden? Ja, sogar zweifach. Und nachdem die Divergenz stattgefunden hat, oder im Chart zu sehen ist, schauen wir nach dem Signal. Und das war direkt der hier. Okay. Das Risiko in dem Fall circa 13 Pips. Und ja, was soll ich sagen? Ging natürlich hier super auf. Okay. Und so ist das auch hier zu verstehen, meine Damen und Herren. Sie können, ist kein Muss. Sie müssen nicht diese Kreuzung als Signal nehmen, und zwar beides als Filter, wenn Sie sagen, ich habe hier eine andere Methode oder einen anderen Trading-Ansatz, aber nutze dann beides als Filter, zusätzliche Filter. Und das war hier, was ich meinte hier mit dem 1, 2, 3, sehen Sie hier 1, 2, 3 und dann runter. Hätten Sie also, nachdem Sie zwei Signale hatten, hier Short gehen können. Sie hätten hier Short gehen können. Und Sie hätten natürlich hier Short gehen können. Je nach Risikomanagement, meine Damen und Herren, je nach Typ Trader Sie sind, können Sie dann entscheiden, was Sie hier anwenden möchten. Okay. Und dann schauen wir weiter. Wir hatten ja hier durchaus mehr. Wir haben dann gesagt, wir haben hier das Tief und jetzt betrachten wir tatsächlich auch mal nur die Schlusskurse und wir sehen hier, dann müssen wir das natürlich anders anwenden und dann, das reicht schon, um zu erkennen, dass wir hier ein, zwei Bestätigungen haben für ein tieferes Tief. Und was macht der RSI gleichzeitig? Der steigt, meine Damen und Herren. Ja. So. Dann wechseln wir. Und wir haben hier wieder unser Signal. In dem Fall tatsächlich, wenn man sehr eng gestoppt hat, ausgestoppt. Aber man hat direkt dann wieder ein Signal bekommen. Und hat dann hier wieder sogar nur 6 Pips. Ich sag jetzt mal nicht ganz genau, also ob Sie hier einen Stop haben oder da. Wie gesagt, über Stop Management soll es hier in dem Fall nicht gehen. Aber dann haben Sie hier wieder die Möglichkeit gehabt, je nach Positionsmanagement die Möglichkeit gehabt, auch hier die Strecke nach oben hin zu machen. Ja?
Oder, wie eben schon gesagt, sie haben beide Signale genutzt als Filter. Zweimal long in dem Fall, wenn man diese Methode benutzt, hat man hier ein 1, 2, 3, hat dieses lokale Hoch durchbrochen und man geht hier von hier aus long. Den Stop hier drunter und ja, was soll ich sagen? Wieder ca. 13 Pips Stop. Da schon Risiko verdient. Ja, und angenommen, man hat hier dann eine Teilschließung gemacht oder die Position auf Break-Even. Die Position war nicht in Gefahr und es ging nochmal hoch. Und wir hatten am Anfang ein Risiko von 13 Pips und haben dann ja, im Optimum 30 Pips gemacht, aber Sie wissen ja, ich will Ihnen natürlich nicht nochmal, brauche Ihnen nicht sagen, dass ich selbstverständlich nicht behaupten werde, dass ich hier rausgegangen wäre, sondern vielleicht beim CRV von 2-2-1 und so weiter. Ne? Aber hier war genug Möglichkeiten, Gewinne mitzunehmen. So. Dann kommt die Frage, wozu war nochmal der SMA 21 gut? Naja, als eben als Strategie, um Signale zu generieren in Verbindung mit den Methoden des RSI bzw. Interpretationsmethoden, um hier zwei verschiedene Filter zu haben, zwei verschiedene Signale zu haben und entsprechend eine Position eingehen zu können. Und der SMA 21 in dem Fall, um eben das Ganze etwas zu glätten und nicht so viele Signale oder beziehungsweise Fehlsignale zu bilden. Wir können das ja gerne mal ein bisschen schneller das Ganze machen. Sagen wir ruhig 14 selbst. Und Sie sehen, dass wir früher Signale bekommen und dann durchaus auch hier mehrere, ja, Phasen, wo es einfach nur hin und her geht. Ja. Deswegen nimmt man hier in dem Fall etwas höher. Und ja, nur als Beispiel haben Sie hier gesehen, wie das Ganze hier aufgefangen wird. Ich verdeutliche das nochmal. Sie haben hier jeweils eine Kreuzung. Und wenn Sie etwas geglätteter nehmen, dann entsprechend bleibt der Trend in dem Fall intakt. Deswegen hier SMA 21. Ja, dann machen wir weiter, meine Damen und Herren. Wir hatten ja hier auch in der Folie gesehen, dass hier eine Divergenz war. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal zeigen, von mir aus, wenn Sie möchten. Ja, bestätigt. Super. Unabhängig jetzt von der Uhrzeit hätten wir hier wieder ein Signal generieren können, nachdem die Divergenz natürlich bestätigt ist. Und das wäre der Einstieg gewesen. Ja, und was soll ich sagen? 7 Pips, 8 Pips, je nachdem. Der Kurs macht hier schon mal CRV 2 zu 1, kommt hoch. Immer noch genug Puffer für Break-Even und fällt weiter. Also, verstehen Sie mich nicht falsch, ich will die Strategie nicht schönreden, beziehungsweise sagen, das ist die Strategie. Aber Sie sehen, dass die Trefferquote durchaus gut sein kann. Und je nachdem, was Sie letztendlich dann ja, für einen Gewinn mitnehmen können, können Sie natürlich dann entsprechend die Trades, die in den Stop-Loss gelaufen sind, wieder durchaus ausgleichen. Aber wie gesagt, es ist keine Handelsempfehlung. Jetzt hätte ich schon fast das Falsche gesagt. Es ist keine Handelsempfehlung, soll einen Anreiz geben, eine Methode für Sie zum Testen, ob das zu Ihrem Trading-Stil passt. Und dann schauen Sie sich das Ganze mal an. So, ich habe versprochen, wir machen noch den aktuellen Chart. Dann springen wir direkt da zu dem heutigen Tag. Und ja, ich werde vielleicht mal hier ganz kurz alle Objekte mal löschen.
Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie auch. So, hören Sie mich wieder? So, kurz vor Feierabend macht die Technik hier nicht mehr mit. Um Gottes Willen. Da sind leider schon die ersten wieder gegangen. Schön, dass doch die meisten dann noch ein bisschen Geduld gehabt haben. Und ich rede und rede und dann sehe ich auf einmal kein Ton mehr da. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ab wann Sie mich nicht mehr gehört haben. Mit dem Chart vom 8. waren wir soweit durch. Hatten Sie mich noch verstanden? Ah, beim Versprecher hier keine Handelsempfehlung. Ja, sehr gut. Okay. Also, wie gesagt, ist natürlich ein Ansatz für Sie. Einfach zu gucken, passt das zu meinem Trading-Stil? Besonders hier in Kombination mit der Divergenz sollten Sie sich auf jeden Fall mal angucken. Ich finde ein sehr mächtiges Tool, auch diese Interpretation, diese Methode. Und Sie haben hier zwei Filter und dann letztendlich entscheiden zu können, gehe ich diesen Trade ein oder nicht. So, die Zeit ist rum, macht aber nichts, denn wir machen ein paar Minuten weiter. Wenn die Technik versagt, soll natürlich nicht Ihre Schuld sein. Und wir betrachten nun den heutigen Tag. Und vielleicht haben Sie den Chart auch offen und haben auch nebenbei den RSI ja, bereits hinzugefügt. Und mich würde mal interessieren, ob Sie jetzt so aus dem Stand heraus in der Lage wäre, hier die Divergenz zu erkennen und letztendlich dann auch unser Signal mit dem SMA. So, schauen Sie mal hier im Chart. Ich werde das natürlich auch begleiten und das auch einzeichnen. Aber vielleicht haben Sie jetzt einfach ein paar Sekunden Vorsprung und können schon mal schauen, ob Sie eventuell die Divergenz erkennen. Und dann können Sie ja vergleichen, ob Sie bereits jetzt schon richtig geschaut haben. Gut, also der heutige Tag hier im Euro-US-Dollar. So, das heißt, ja, also deutscher Zeit gehe ich mal von aus. Hier, ne? Also ab hier ungefähr. Ja, also, richtig erkannt. Und zwar, meine Damen und Herren, ich vergrößere das Ganze. So, wir haben jetzt diese Situation gesehen, ja, oder beziehungsweise Handelsstart ist ja so hier, so gegen 8 Uhr für die Frühaufsteher Frankfurt, ja, nach London ab 9 Uhr unsere Zeit. Was haben wir hier? Erstmal ein Tageshoch, okay? Und selbstverständlich hier ein Tagestief. Sehr schmale Range heute Nacht in der Asien-Session. Und wir werden dann einfach mal ein bisschen weitergehen. So, was wir auch machen können, und zwar haben wir auch darüber gesprochen, dass wir hier Unterstützung und Widerstände markieren im RSI.
Meine Damen und Herren, ganz kurze Frage. Ist das okay für Sie, dass wir ein paar Minuten länger machen? Oder sollen wir hier einfach am nächsten Mal weitermachen? Okay, hier kommen doch. Super. Okay, weitermachen. Gerne. Ja, ihr schreibt einer Feiertage in Asien. Gut, spielt da keine Rolle. Der Chart läuft, na? Und ob da jetzt dadurch hier die Range war oder nicht, das interessiert jetzt erstmal primär nicht. Sondern wir schauen einfach, was ist passiert. Sehr gut. So, meine Damen und Herren, wir haben hier per Schlusskurs, genau, ein Teilnehmer hat es auch gesehen, sehr schön. Wir haben hier per Schlusskurs unsere Bestätigung, neues Hoch. Soweit, so gut. Aber schauen wir uns den RSI dabei an. Ja. Also, meine Damen und Herren, selbst wenn Sie Ihre Brille vergessen haben, das erkennen Sie. Ja. Jetzt gibt es natürlich mehrere Ansätze, hier eine Position zu eröffnen. Für diejenigen, die gerne Asien Session traden, Breakout, ja, haben hier natürlich ein Signal, dass es nicht unbedingt hier tatsächlich der Ausbruch nach oben erfolgt. Also Sie sehen, Sie können das durchaus kombinieren, ja. Ich selbst bin heute hier auch short gegangen und habe dann entsprechend hier das Ganze getradet. Nun, schauen Sie mal. Da kommt unser Signal. Ja, ein zweiter. Zwei Bestätigungen. Also, wir haben nicht nur die Divergenz. Na, jetzt ist mein Maus wieder gesprungen. So. Wir haben nicht nur die Divergenz. Wir haben auch hier wieder einen Fehlausbruch. Wir haben unsere Kreuzung. Markiere ich auch hier. So, drei Signale, um entsprechend eine Entscheidung zu treffen, meine Damen und Herren. Vergessen Sie es nicht, es ist keine Garantie. Wir springen nicht einfach blind ins kalte Wasser. Ja, wir schauen. Passt das zu meinem Handelsstil, zu meinem Trading-Ansatz? Sind die Signale, die ich jetzt bekommen habe, eine Bestätigung sowieso für meine Trading-Idee? Und dann entsprechend das dritte und entscheidende, passt das mit meinem Risikomanagement? Ja? Kann ich verkraften, dass ich hier short gehe und 20, 25 Pips Stop-Loss mir gebe? Oder warte, bis der Kurs wieder hier reinkommt in diese Range? Und dann entsprechend von mir aus hier short gehe und verkraften kann, dass er ich auch ausgestoppt werden kann. Oder warte ich lieber und gehe hier rein und habe dann ein Risiko von 17 Pips. Das liegt bei Ihnen. Aber Sie sehen, es gibt genug Möglichkeiten, das zu entscheiden und dann entsprechend die Position einzugehen. Also, nach unserer Strategie oder Idee für eine Strategie wäre hier unser Signal gewesen. Und wir haben dieselbe Situation wie auch im 8. gehabt. Wir haben die Divergenz am Tageshoch. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, dass der Kurs natürlich am Vortag viel höher war. Das ist das, was ich meinte, meine Damen und Herren. Ich mag es einfach, wenn es am Tageshoch passiert oder am Tagestief. Ja, wir haben zusätzlich einen Fehlausbruch. Also selbst wenn Sie nie davon gehört haben oder noch nie mit Ausbrüchen am Tageshoch oder Tagestief gearbeitet haben, werden Sie erkennen, dass hier der Kurs ein Problem hat, Schwierigkeiten hat, hier diese Schwelle zu durchbrechen. Erster Versuch, wieder runter.
Zweiter Versuch, wieder negiert. Und dann geht es runter. Schauen Sie sich also genau an, was der Chart, was der Kurs Ihnen sagen will. Der Kurs hat es hier schon angedeutet. Und dann, und meine Damen und Herren, ich habe es auch in den anderen Webinaren auch schon gesagt, zu den Indikatoren und so weiter. Unsere erste Anlaufstelle, um Informationen zu kriegen, ist der Chart. Ja, also viele, die auch jetzt hier teilnehmen, haben auch meine anderen Webinare mitgemacht und sie wissen das bereits. Schauen Sie sich den Chart an. Der hat hier schon die ersten Signale gegeben. Also wirklich schaffe ich es nicht. Bedeutet das, dass der Kurs hier runterfällt? Selbstverständlich nicht. Aber wir werden vorsichtig und gehen nicht unbedingt hier eine Long-Position ein. Denn was haben wir noch zusätzlich? Und ich wiederhole mich. Wir haben die Divergenz. Eindeutig. Wir haben den Fehlausbruch. Der Kurs kommt runter. Wir haben unser Signal. Ja. Ist in der Range wieder drin. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gut in dem Fall, ja? Wird der Trade dadurch aufgehen? Das weiß ich nicht. Aber meine Wahrscheinlichkeit sehe ich hier mehr auf meiner Seite. Und deswegen versuche ich diesen Trade. Und Sie haben gesehen, wenn Sie wirklich nicht blauäugig die Signale traden, sondern diese Punkte, die ich jetzt mit Ihnen gemeinsam gemacht habe, durchgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Trefferquote am Ende gar nicht so schlecht. Werden Fehltrades dabei sein? Ja, selbstverständlich. Das gehört dazu. Ja, und lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn der erste Fehltrade dann kommt und sagen, die Strategie ist Mist. Und springen dann zu der nächsten Strategie. Denn so verlieren die meisten das Geld. Die meisten Trader verlieren auch so das Geld, weil sie von Strategie zu Strategie hüpfen. Okay? Deswegen ein Tipp oder vielleicht eine Idee. Bevor Sie das Ganze live traden, beobachten Sie den Chart. Schulen Sie Ihr Auge. Markieren Sie hier, so wie es wir jetzt auch zusammen gemacht haben. Die Punkte, die wir durchgehen, Divergenz, findet hier ein Fehlausbruch statt, kommt unsere Kreuzung. Machen Sie sich ein Bild davon, wie ein perfekter Trade aussieht. Das ist ein perfekter Trade, meine Damen und Herren. Bezogen jetzt auf diese Strategie, selbstverständlich. Aber auch anders, weil wir wären in dem Fall am Tageshoch immer short gegangen. Also. Ja, wie gesagt, natürlich gehört Glück dazu, aber die Wahrscheinlichkeiten, es geht immer um Wahrscheinlichkeiten. Und war dieser Trade hier, den ich Ihnen gezeigt habe, wo war der? Achte. Das ist ein perfekter Trade, meine Damen und Herren. Drucken Sie sich sowas aus, schulen Sie Ihr Auge, schauen Sie, ach, schauen, so sieht ein perfekter Trade aus und suchen Sie nach diesen Mustern. Und Sie werden dann nach und nach werden Sie dafür ein Auge dafür kriegen, wie dann letztendlich eine Divergenz aussieht. Und damit Sie nicht sagen, ja, das hatte sich jetzt alles ausgesucht, dann können wir gerne hier auch mal schauen, wo haben wir weitere Divergenzen, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal hier. Tief, Korrektur, neues Tief. Per Schlusskurs bestätigt, Fehlausbruch, der Kurs kommt zurück, Divergenz. Schauen Sie mal, die nächste Kerze war auch schon unser Signal. Ja, und der Kurs, was macht der Kurs? Der explodiert nach oben. Meine Damen und Herren, wenn Sie sowas mitnehmen können, ja, dann können Sie sich auch Fehltrades leisten. Ganz einfache Geschichte. Ja? Wenn Sie das wieder nur als Filter nutzen, ein Filter, beziehungsweise hier die Divergenz. Was haben wir noch? Fehlausbruch. Per Schlusskurs bestätigt. Nicht vergessen, RSI baut auf Schlusskurse auf. Und unsere Kreuzung. Und
wenn Sie jetzt nach 1, 2, 3, nach Trend traden, findet hier nicht statt, dann gehe ich hier long. Allerspätestens. So, ja. Gehen wir weiter. Schauen Sie mal. Und unabhängig von der Uhrzeit, ne? Weil, wie gesagt, das ist jetzt keine Uhrzeit, wo die meisten traden. Ganz leicht. Aber eine Divergenz. Und die hat sogar schon hier stattgefunden. Aber wie gesagt, betrachten Sie auch immer die Uhrzeit dabei. Ja. Denn ich trade dann ein Instrument oder ein Produkt, wo dafür auch die Hauptbörse geöffnet hat. Und in dem Fall Euro ist einfach, wenn die europäischen Märkte offen haben. Also für mich eher uninteressant, während der Asien-Session dieses Währungspaar zu traden. Dafür gibt es andere. Welche Märkte haben da auf? Ja, Tokio und so weiter. Sydney. Was werde ich da traden? Japanischer Yen, australischer Dollar, wo die Hauptmärkte offen haben oder offen sind. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, meine Damen und Herren, um eben Signale zu filtern. Sie werden ja auch nicht den DAX in der Nacht handeln. Denke ich mal. Gibt es natürlich Leute, die das machen. Okay. Gut. Aber finden wir hier weiter. Ja, was haben wir denn hier? Das haben Sie ja selber erkannt, oder, meine Damen und Herren? Ich denke, das ist deutlich. Und wir haben hier unser Signal. Unsere drei Filter. Muss ich hier short long gehen? Nein, müssen Sie nicht. Wie gesagt, es ist kein Muss, dass Sie diese Kreuzung auch als Einstieg nutzen. Aber nutzen Sie das als Filter. Okay? Dann was haben wir hier? 1, 2, 3. Hier, Stop hat in dem Fall gehalten, weil Sie müssen hier natürlich den Spread auch berücksichtigen. Wenn Sie ein Limit drin haben, ja, hat zwar kein, das Hoch nicht durchbrochen, aber plus Spread sind Sie natürlich eventuell schon im Markt drin. Stop hat aber gehalten. Und Sie sind hier long. Erste Bewegung und dann zack. Ja. Okay, so. Was haben wir noch? Ja. Hier haben wir einen Doppeltop. Mehr oder weniger. Ja, also das ist etwas vielleicht ein bisschen fortgeschrittener. Aber auch das zählt als Signal. Ja, ist nicht wirklich darunter gekommen. Also von daher. Aber bleiben Sie bei der klassischen Divergenz. Bei den klassischen Signalen, die wir jetzt hatten. Was haben wir hier? Ja. Boom. Divergenz. Höheres Hoch. Ich zeichne das für Sie ein, meine Damen und Herren. Das ist überhaupt kein Problem. Sie sollen das sehen können. Divergenz. Alles klar. Trade ist da. Der schließt zwar da drüber, aber schauen Sie sich die nächsten Kerzen an, meine Damen und Herren. Versucht, kommt runter. Alle schließen unterhalb des Hochs dieser Kerze. Ist das ein Zeichen von Stärke? Nicht unbedingt. Muss ich hier sofort short gehen? Nicht unbedingt. Muss ich hier long gehen? Nicht unbedingt. Was mache ich? Ich warte. Erstes Signal. Zweites Signal. Sieht nach Fehlausbruch aus. Diese Kerze hier ist schön. Kommt wirklich mit Momentum runter. Was haben wir hier? Unser Signal. Die Kreuzung da unten. Okay. Gut. Meine Damen und Herren, ich freue mich oder es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen heute das Webinar zu machen. Ach, hier haben wir noch eine Frage. Haben Sie eine Auswertung für die Trefferquote? Habe ich in dem Fall nicht, weil ich jetzt nicht nur diese Strategie handeln. Ich weiß, dass sie durchaus funktioniert und arbeite auch viel mehr nur mehr die Divergenz und ja. Ich meine, Sie können sich das mal den Monat angucken. Eine erfolgreiche Strategie ist nicht erfolgreich, weil sie einen Monat funktioniert, sondern längerfristig. Ist natürlich so. Schauen Sie sich das an. Ich habe auch nicht gesagt, dass Sie damit jetzt Millionär werden.
weil sonst wäre ich es auch schon. Aber richtig angewendet, funktioniert sie. Und das sollen sie jetzt auch lernen, trainieren. Wenn sie das möchten, ist ein Vorschlag, eine Handelsidee. Vielleicht ist das für sie, können sie etwas davon mitnehmen. Und an dieser Stelle, wenn keine weiteren Fragen sind, tja, und dann bedanke ich mich herzlich. Wie gesagt, hat super viel Spaß gemacht mit Ihnen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal dabei. Es wird noch ein Spezial geben dieses Jahr. Wann genau und was für ein Thema wird natürlich kurzfristig noch genannt. Ich hoffe, dass die da auch dabei sind. Ansonsten nächstes Webinar mit mir, MetaTrader Helpdesk. Klingt interessant, wird auch interessant sein, denn MetaTrader hat ein neues Update gemacht am Freitag. Vielleicht haben Sie das schon, auch schon bei Ihnen das Update durchgeführt. Und das sind super Updates dabei und die werde ich mit Ihnen dann durchgehen, was alles Neues jetzt dabei ist. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg, passen Sie auf Ihre Position auf und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Machen Sie es gut. Ciao.